Guten Morgen, man ist auferstanden. Ich glaube, ich gehe gleich erstmal duschen. So, ich war gerade warm duschen. Ich habe gerade Zähne geputzt in der Waschküche. Und jetzt erstmal Sachen zusammenpacken. Heute Wanderung Tag 4 Start kommt. So, ich bin draußen und wir prüfen, ob das hier, ob mein Tag da dieses Wetter hier bestanden hat. Scheiße. Sieht nicht gut aus. Hier tropft das die ganze Zeit runter. Das heißt, ich brauche einen neuen Tarp, der auch wirklich hier wetterfest ist, wo hier keine Tropfen runterfallen beim Starkregen. Weil jetzt gerade voll Nasswetter ist und wir nicht so viel Zeit mehr haben, hier zu sein, packe ich diesen Tarp jetzt erstmal nass ein. Lass den irgendwann anders trocknen. Ich darf das aber bloß nicht vergessen, sonst kommen diese ganzen Schimmelpilze und fressen den Tarp weg. Und das wird mir voll auf die Nerven gehen. Das würde ich nicht mögen. Ach. Jetzt Wanderung, Tag 4 Start kommt. Und weil wegen ganz viel Nieselregen und sowas, habe ich meinen nervigen gelben Sack angezogen. Und wir laufen jetzt bis zur Zugspitzplatte. Der Nieselregen ist schwach genug. Ich habe meinen gelben Sack ausgezogen. Wir müssen gleich diesen Vollfettberg nach da ganz oben hin und dann noch weiter noch höher. Da müssen wir hinlaufen. Und da guck mal, da drüben, dieser weiße Fleck, das ist Schnee oder wie das heißt. Schon wieder Schnee gefunden. Noch mehr Schnee gefunden. Hier vorne liegt noch viel, viel mehr Schnee rum. Ein Weg mit Schwierigkeit. Guck mal, diese Wolken, die hier vorne waren, die waren unten gewesen. Und jetzt gehen die langsam nach oben und so weiter. So, dass das immer nebeliger wird hier. Prüfen, wie dicht dieser Nebel bald wird. Guck mal, schon wieder ein Weg mit Schwierigkeit. Was man schon wieder sowohl mit Füßen als auch mit Händen hochlaufen. Das wird wieder anstrengend und Energie kosten, glaube ich. Guck mal, laut Komoot haben wir diese Höhenmeter hier. 2290 Meter. Das höchste, was ich bisher gestiegen war, der Brocken war. Würde ich sagen, Rekord? Ich war bis dann noch nie so hoch gewesen. Und das geht noch höher. Jetzt weiter zu gelaufen, zu diesem Berg da hoch. Ja, hier kann man auf jeden Fall fies abrutschen. Ja.
Ich habe leider kein Bier getrunken, aber ich habe hier eine Bierpowerstange gefunden. Zum Bierpower machen. Bierpower. In diesem Vollfettrucksack, was ich die ganze Zeit getragen habe, die ganze Tour über, da waren 10 rohe Eier drin gewesen. Und die sind bis heute nicht kaputt gegangen auf der gesamten Tour. Das heißt, wir machen gerade eine Verstärkungspause mit hier gekochte Eier. Speck und Brot. Und weil wir kaum noch Wasser haben, für Kaffee, haben wir einfach dieses Wasser von diesen Eiern hier reingemacht. Und haben das hier, diese Kaffeesticks, genau, hier reingemacht zum Kaffee trinken. Dann teilen wir das. Jetzt Kaffee trinken. Hallo, hier habe ich eine bessere Verbindung. Naja, haben wir jetzt noch. Kann ich immer wieder wiederholen. Kaffee in der Natur zu saufen ist geil. Das hat was. Und oh Scheiße, mir ist aufgefallen, dass meine Hose hier noch stärker gerissen ist als vorher. Das heißt, dass ich habe jetzt noch mehr Luft im Sack. Wenn die Hose noch weiter aufreißt, dann werde ich das zusammennehmen. Extra, damit nicht mehr so viel Luft im Sack drin ist. Wir haben gut gefräst. Und jetzt weiter zu gelaufen bis zu dieser Zugspitzenplattform. Da drüben liegt schon wieder Schnee. Guck mal, langsam kommt immer mehr Wolken und so weiter. Das heißt, wenn hier immer mehr Wolken kommen, dann wird es hier immer dichter und dichter. Und dann sehen wir vielleicht diese Strecke nicht und das wäre vielleicht problematisch. Also die Wegweise meine ich jetzt. Wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen. Scheiße. Leicht verlaufen. Jetzt direkt kommt schon wieder hier so ein Weg mit Schwierigkeit. Aber es könnte sein, dass wir wieder in der Route zurück sind. Nochmal hier runterlaufen und dann nochmal nach da oben laufen. Und dann irgendwo da oben, da sollte die Route weitergehen. Ja. Umweg hat auf jeden Fall Kraft gekostet und Zeit. Sonnenalpin-Seilbahn. Noch 10 Minuten nach Richtung da lang. Da oben ist diese Seilbahn, oder wie die heißt. Mit so einer Seilbahn fahren wir jetzt hoch bis zur Zugspitze. Also zu Fuß kann man natürlich auch hochlaufen. Bis da ganz oben hin. Aber das schaffen wir erstens zeitlich nicht,
Und zweitens, Helmut hat gesagt, dass der Weg viel, viel mehr Schwierigkeit hat. Aber es war richtig klettern und so. Und das wäre ein richtiger, mehr als ein Kraftakt, mit diesem Fallfettrucksack hochzuklettern. Wo ganz viel dieses Gewicht, oder wie das heißt, runterzieht. Und wir fahren ja morgen. Morgen ist das schon Abreisetag. Und das heißt, wir fahren gleich mit dem Lift hoch. Und wenn wir dann dort angekommen sind, dann sind wir da angekommen. Da gucken wir uns das an. Von da oben. Prüfen, wie die Aussicht da oben ist. Ich hoffe, man sieht hier noch viel wegen der Scheiße, dass hier überall diese scheiß Wolken sind und so weiter. Aber egal. Wir fahren mit dem Lift hoch. Irgendwann fahren wir mit dem Lift zurück. Und das war voll Fettwanderung gewesen. Und das hier, das nennt sich Zugspitzplatt. Und der hat hier so eine Vollfettmaschine in Farbe Urin. Aber auch in rötliche Farbe. Ja, genau. Das ist das. Gletscherbahnhof Zugspitzplatt. Genau, das war unser Ziel gewesen. Ziel erreicht. So, wir sind hier in diesem Wartebereich von diesem Lift. Und noch ein paar Minuten, dann fährt er uns hoch. Hallo. Dann geht es direkt hier Zugspitze drauf. Und Helmut sagt, auf der Zugspitze gibt es Bier und so weiter. Zum Bier trinken. Schau, dass alles vor daneben ist. Sehen wir kaum, ne? Jetzt wird ein Lift hochfahren, Start kommt. So, wir sind angekommen, weil wir jetzt bei der Zugspitze angekommen sind. Jetzt darf erstmal gleich ein Bier trinken hier in diesem Restaurant. Das muss sein. Wir sind hier. Wir sind oben drauf. Das sieht man hier. Ganz oben in der Zugspitze jetzt drauf. Und darauf, dass wir jetzt auf der Zugspitze oben, komplett oben drauf sind, werden wir erstmal ein Bier trinken. Prost. Brauerei Schlossberg Dachau. Kenne ich glaube ich auch noch gar nicht. Oi, 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 oi. Ich werde jetzt dieses Bier hier austrinken. Und dann werde ich die Zugspitzentoilette voll scheißen. Mit ganz viel Bierschissgeruch und sowas. Ich hoffe, dass da ganz viel Bierschissgeruch-Geschmack rauskommt. Und dass da, genau, extra damit ich andere Menschen nerven kann. Das würde mir eine große Freude zubereiten. Also, ich habe gerade die Toilette vollgeschissen. Aber ich bin sehr, sehr unzufrieden damit mit dieser Bierschissleistung. Das war viel, viel zu geruchsneutral. Aber egal. Ich kaufe jetzt nochmal Bier. Und dann gehen wir zum Gipfelkreuz. Das machen wir jetzt. Bier ist gekauft. Und jetzt da hochlaufen. Zu diesem. Wie heißt das Ding? Kreuz oder so. Zu
diesen Gipfelkreuz oder so. Guck mal, da drüben, da hinten, da ist dieser Gipfelkreuz vor dieser Zugspitze. Aber hier geht das nicht dahin. Wir haben uns viel verlaufen, wir müssen eine Etage tiefer. Richtig geil. Noch ein letztes Mal bergsteigen. Hier runter und dann hier hoch und dann da oben zu diesem Kreuz drauf. Und jetzt da hinten hochklettern, Start kommt. Ja? Geht schon tief runter da unten? Und hier. Andere Seite auch. Hier. Ein falscher Tritt. Und dann fahre ich den ganzen Berg runter. Den ganzen höchsten Berg von Deutschland. Diese ganze Klippe da ganz hinten. Aber jetzt erstmal bis da hochkommen. Da, wo dieser Gold dran ist. Da ist die Spitze. Wir sind hier angekommen. Und wir haben hier Besuch von diesem Hähnchenfleisch. Was hier rumsitzt. Schwarze Hähnchenfleisch. Man ist drauf. So, und darauf, dass Helmut und ich erfolgreich die Zugspitze erreicht haben, werden wir darauf jetzt ganz genüsslich hier drauf ein Bier trinken. Prost. Geiles Bier. Ja. So, für Bierpower ist dieses hier leider zu fett. Ich kriege mich leider nicht so richtig umschlungen. Das ist schade. Darf noch dieses Bier hier zu Ende trinken, hier oben drauf. So, wir sind wieder zurückgelaufen mit Beine. Wir sind Bier trinkend hier zurückgeklettert. Oder, naja, nicht ganz Bier trinkend, weil. Wenn man da einen kleinen Fehler macht, aber so einen richtig kleinen Fehler, so einen ganz dummen Fehler, dann fällt man runter und dann fällt man ganz doll auf den Kopf. Prüfen, wie viel Gehirnzellen danach wegfallen, wenn man so viel Meter auf den Kopf fällt. Aber wir sind hier sicher rübergekommen. Ist auf jeden Fall eine schöne Höhe, wenn man hier runter guckt. Genau, wenn man da runterfällt und dort auf den Kopf fällt, dann springen die ganzen Gehirnzellen aus den Ohren und aus der Nase raus. Und aus den Augen auch noch. Ich glaube, das passiert dann. So, jetzt zum Lift. Zurücklaufen, Start kommt. Und da fahren wir bis ganz unten hin, glaube ich. Ist so in diesem, weiß nicht, Alpsee oder wie das heißt. Wir sind jetzt im Lift drin und jetzt runterfahren, Start kommt. Und dieser Lift, der ist anders als der andere Lift. Weil guck mal, der hat hier so ein voll Fettfenster, wo man nach unten gucken kann. Zu dorthin, wo jetzt momentan überall Wolken sind. Ah. Jetzt drückt das auf einmal in den Ohren. Der Bergsteiger ist schon patentiert. Der Bergsteiger, von Helmut. Aber auf jeden Fall. Beim Flötenmann in den Waschmaschine Kombi mit Druck, ne? Viel Geschwindigkeit und hat verbrannt. Scheiße. Egal. Aber auf jeden Fall, Top hast du geschafft mit den Schuhen.
Ja. Warte ich auch. Ja, ich glaube, da vorne ist Ende. So, jetzt Rucksack anziehen und dann nach irgendeinem Biergeschäft suchen gehen. Also das hier, das ist dieser Berg, wo wir drauf waren, in der Miniaturansicht. Und hier, dieser rote Seil, das ist dieser Lift, den wir gefahren sind. Und das hier vorne, das ist diese Zugspitze. Und da steht drauf 2962 Meter hoch. Das heißt, wenn man da einen falschen Schritt gemacht hat und man da dann runtergefallen ist, also volle Kanne auf den Kopf gefallen ist, dann werden da ganz viele Gehirnzellen rausspringen. Das schwöre ich euch. Das könnt ihr mir glauben. Aber bevor wir uns auf der Suche nach Biergeschäften machen, fahren wir hier, das ist ein Bahnhof, und wir fahren hier mit der Zahnradbahn bis nach Garmisch wieder zurück. Genau, das machen wir jetzt. Hier, unser versiffte Zug, der ist angekommen. Jetzt werden wir hier einsteigen und zurück zu hier Garmisch hinfahren. Zu dieser Ortschaft, wo wir gestartet haben. Der Zug hier, der sieht auf jeden Fall ganz anders aus. Und hier, dieser Zug ist voll eng und so weiter. Komm ich kaum mit meiner Tasche durch. Also ich komme da durch, aber mit größerer Schwierigkeit. Und jetzt hier hinsetzen. Der Zug ist losgefahren. Und jetzt bis dorthin fahren, wo wir dann aussteigen. So, wir sind jetzt aus dieser Bahn ausgestiegen. Und jetzt erstmal zum Spind. Zum Schließfach. Bevor wir hier zum Schließfach hinlaufen, hier haben wir Burger King gefunden. Und hier werden wir eine Mahlzeit verspeisen. So, Essen ist bestellt. Ich habe Kaffee. Pommes und das hier. Was anderes für Helmut. Das hier und das hier. Und jetzt Burger King Fressen Start kommt. Wir haben das Essen aufgegessen und jetzt gehen wir zum Schließfach. Die ganzen Sachen umzuräumen. Ja, 22 Kilo. 22,10. Ja, hat dieser Rucksack hier gewogen. Und genau dieses Gewicht, also jetzt diese 22 Kilo, das war jetzt Endgewicht gewesen. Aber die ganzen letzten Tage, weil da noch ganz viel Essen und sowas drin war, was wir nach und nach aufgefressen haben, hatte ja extra Gewicht gehabt. Also man könnte schon damit rechnen, dass der Anfangsgewicht so bei 30 geschätzt sein könnte. Also würden wir mal wirklich schätzen. 6 Kilo übergeladen. Helmut hat 12,3 Kilo gehabt. Das Sweet Spot von dem Rucksack ist. Also von dem 6 Rucksack. Kilo eigentlich. Ja. Und der hier, der war noch extra. Kilo. 13 Kilo. 13 Kilo. 33 Kilo sind wir hier angekommen. Dann hatten wir noch eine Kiste Bier. Ja. Ein Kilo Steak, 2,5 Kilo Kartoffel, 2 Kilo Nudeln, 500 Gramm Würstchen, 500 Gramm Eier, 500 Gramm Speck. Ja. 5 Kilo Wasser. Minimum. Ja. Sag mal, hm? Ja. Okay. Auf jeden Fall. So, die Sachen sind gepackt und guck mal,
Helmut hat auch so eine Vollfett-Klapsterkarre. Die ist viel besser mit diesen Vollfettreifen als die zweitbilligste Klapsterkarre von Hornbach. Und deswegen nehmen wir den hier mit. Und dann schieben wir unsere Sachen hier dahin. Zu dem Platz, wo wir gepennt haben. Genau das machen wir so. Wir sind gestartet. Und jetzt nach einem Biergeschäft suchen gehen. Helmut hat eine Tankstelle über Navigation gefunden. Prüfen, ob man dort Bier kaufen kann. Weil heute ist ja leider Sonntag, da sind keine Geschäfte offen. Aber wenn diese Tankstelle gleich am Biergeschäft ist, das wäre voll cool. Dann können wir gleich Bier kaufen gehen. So, wir haben hier eine Shell-Tankstelle gefunden. Und das sieht so aus, als ob der Bier drin hat. Als ob das ein Biergeschäft ist, so eine Biertankstelle. Kennt ihr diese Biertankstellen? Die sind immer richtig geil. Deswegen gehen wir da jetzt rein und kaufen uns Bier. Geprost. Geprost. Jawohl. Genau. Wir haben zwei Sechserträger, einen Krombacher und Helmut wollte noch eine Cola haben. Genau, richtig. Und das jetzt hier einpacken und gleich weiter zu gelaufen. Helmut hat eine andere Route genommen, sodass wir nicht durch diesen nervigen Feldlandschaft da durch müssen mit den ganz dünnen, engen Wegen und so weiter. Das ist ja voll scheiße, das passt da schlecht durch. Und der Weg ist zwar leicht länger, also so ein bisschen verlängert, ein kleiner Umweg, aber dann müssen wir diesen Weg mit Schwierigkeit nicht durchgehen. Und deswegen laufen wir diesen Weg durch. Ich glaube, das wäre dann schneller. Aber jetzt weiter zu gelaufen. Ich habe gerade meinen Pullover ausgezogen, weil hier ist eine wunderschöne, schwüle Luft, die schön warm ist und so weiter. Das gefällt mir. Und langsam ist so viel Dunkle gekommen, dass ich jetzt meine versiffte Korbflampe hier anmache. Helmut hat seine Korbflampe auch angemacht. Extra, damit wir uns den Weg beleuchten können. So, wir sind hier in dieser Hütte angekommen, wo wir erste Nacht gepennt haben. Und das war viel, viel, viel einfacher, damit das hierher zu fahren, als mit so einem Vollfett-Rucksack. Oder überhaupt einen Rucksack mit Gewicht dran. Schlafplatz ist aufgebaut. Hier unten pennt Helmut. Und hier schlafe ich. Haben wir hier Grableuchten angemacht. Und jetzt wird ein bisschen Fressen gemacht. Wir haben jetzt diese Uhrzeit. Und weil morgen früh um 5 Uhr genau Punkt 5 Uhr dann ist unser Zug kommt, sowohl meiner als auch Helmut seiner, müssen wir, und wir, weiß nicht, vielleicht eine Stunde von hier entfernt sind, müssen wir auf jeden Fall schon, keine Ahnung, 3 Uhr 30 aufstehen und einfach losgehen vielleicht, oder keine Ahnung, aber das wird auf jeden Fall sehr, sehr früh sein. Ich bin überhaupt gar kein Frühaufsteher. Weil früher aufstehen, da könnten bei mir Hörner aus dem Kopf wachsen. Aber egal, darauf werde ich, damit ich morgen noch schlechter wach komme. Und ich vielleicht wie so eine Ziege spielen könnte, wenn so früh losgehen und die ganzen Kilometer durchlaufen und zusammenräumen und so weiter. Darauf trinken wir erstmal ein Bier. So, Helmut kocht. und oh Scheiße, und uns ist aufgefallen, dass sowohl ich als auch Helmut das Besteck vergessen hat im Schließfach. Das haben wir eingeschlossen aus Versehen. Das heißt, ich habe hier so ein Holzstück, der ist ganz trocken, so richtig getrocknet. Und ich werde das jetzt mit diesem Messer hier werde ich hier einen Löffel schnitzen.
Das Besteck ist fertig geschnitzt. Und damit werden wir das Essen hier in uns verspeisen. Helmut hat Blasen im Fuß. Ja. Aber trotzdem haben wir die Tour bestanden. Ja. Das haben wir. Und jetzt wird gefressen. Ja. Jetzt ist gleich. Ah. Ja, das ist die Scheiße an dem Ding. Ja. Genau. So sieht Abendbrot aus von heute. Nur noch Tempo. Nudeln mit Thunfisch, mit Tomaten, sowas hier. Und wie heißt das Grüne nochmal? Zucchini, oder? Zucchini, Karotte, genau. Thunfisch, ja. Zwiebeln und Spaghetti. Genau. Und Wasser, was ausgegossen wurde. Genau. Und Salz. Fressenstart kommt. Ich habe Abendfressen auf diesen Teller hier drauf gemacht. Und genau, so viel voll hat dieser Abendfressen. Das muss alles gefressen werden, bevor ich schlafen gehe. Und Helmut kocht gleich nochmal Nudeln. Und genau, und dann hat er auch gleich eine genau diese Portion. Ah, wir haben jetzt diese Uhrzeit hier. 0:47 Uhr. Um 3 Uhr klingelt der Wecker. Ich werde mich so ein bisschen schlafen legen. Und um 3 Uhr klingelt der Wecker. Und spätestens um 3:30 müssen wir von hier schon eingepackt loslaufen. Zum Bahnhof. Noch mehr Sachen. Oder wenn ich im Matsch reingetreten bin, da ist diese Flüssigkeit von diesen und dieser Dreck und Erde und sowas auch noch über den Fuß reingekommen.